Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Roblox-Video. Wir spielen heute den Solo-Leveling-Simulator. Und zwar ist Solo-Leveling ein absolut gehypter Anime, der aktuell läuft. Allerdings sehe ich hier gerade kein Solo-Leveling, außer dass ich ein Schwert habe und hier ein Monster ist. Aber selbst das Monster kam bisher im Anime, ich glaube zumindest, nicht vor. Denn ausnahmsweise habe ich Ahnung von dem Anime, was ich hier gerade spiele. Aber was soll's, ich glaube, ich mag den Simulator, denn er ist irgendwie eine Mischung aus einem klassischen Simulator und einem Klicker-Simulator. Wir müssen jetzt hier den Gegner besiegen, um dann in die nächste Szene, beziehungsweise in die nächste Welt zu kommen. Die können wir nämlich jetzt unlocken, da fehlen übrigens Sounds. Und hier gibt es dann deutlich stärkere Gegner. In einem Klicker-Simulator sind sie nebeneinander, man muss Arm drücken oder ähnliches. Hier stehen sie jetzt hintereinander und man muss sie halt mit dem Schwert besiegen. Mit dem Code SM666 bekommt man übrigens dieses OP-Pad hier und das hat einen Multiplikator von 1,5k. Damit mache ich tatsächlich 2,2k pro Klick. Und ich habe jetzt hier noch was im Inventar, nämlich noch ein dickes Schwert. Das hat der da gerade gedroppt. Den stärksten, den können wir nämlich jetzt locker kaputt machen. Wir kommen nämlich, wir haben jetzt schon 75k an Stärke und wir brauchen für ihn hier halt einfach nur 15. Also werden wir ihn komplett aus dem Lehm husten. Den Black Knight, der keine schwarze Rüstung trägt. Ich weiß nicht, ob es nötig ist, aber wir gönnen uns einfach mal den Rebirth. Wir machen einfach den Rebirth, flup. Sogar mehrfach, lol. Wir können sogar direkt 6-mal rebursen. Und, ja, was machen wir denn jetzt hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung, 2,6k pro Klick. Hat sich jetzt irgendetwas wirklich resettet? Nö, nur unsere Stärke, oder? Okay, das ist nicht so wichtig. Ah, und unsere Diamanten haben sich auch resettet. Aber, pff, das ist ja egal. So, hier gibt es jetzt noch ein neues Pet, einen Titan aus Attack on Titan. Also es ist doch wieder viel gemischt und nicht nur Solo-Leveling, scheinbar. Und jetzt machen wir 3,1k pro Klick. Ja, hier kommen wir jetzt auch durch. Wir haben den letzten Gegner ja aus dem Leben gehauen. Nee, wir brauchen 5k Siege. Ah, wir bekommen die Diamanten, wenn wir gewinnen. Ja, was soll's. Dann prügeln wir den jetzt halt ein paar Mal weg. 6k, easy, durch. Nächste Welt, Szene 3. Und jetzt gibt es nämlich hier, und ich hoffe, dass es auch funktioniert. Leute, wir können hier einfach Son Goku retten. Können wir das kaputt schlagen? Was ist das für ein komischer Simulator? Und was ist das hier? Dungeon Activities. Dungeons gehören tatsächlich zu Solo-Leveling dazu, in dem Anime. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es öffnen sich halt auf der Welt verschiedene Dungeons und manche können da rein und halt Ressourcen da rausholen. Steht hier aber under construction. Also das Einzige, was bisher zu Solo-Leveling passt, ist dieses Dungeon und das gibt's noch nicht. Und wir haben jetzt diesen Dude freigeschaltet. Hier gibt es aber auch die Scene 3 Rewards. Come to Scene 3 to get super powerful free OP-Pets. Wir sind jetzt hier. Wo sind meine OP-Pets? Und vor allen Dingen, was steht hier alles rum? Big Mouse Flower King. Was ist hier? Fallen Evil Soul. Hier sind auf jeden Fall noch Stores. Hier sind normale Leute. Und wer ist er da hinten? Der sieht aus wie ein großer Römer. King of Mighty Power. Also die kommen alle nicht im Anime vor. Ausnahmslos durch die Bank kommt keiner von diesen Charakteren in irgendeiner Form im Anime vor. Ach, das ist doch gar nicht Scene 3. Scene 3 bekommt man jetzt erst mit den 10 Millionen Wins und da bekommt man das OP-Pad. Hä, aber das war doch die dritte Welt, oder? Bin ich komplett lost. Macht aber nichts. Ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen trainieren. Erstmal bis zu 1 Million, um dann zu gucken, was King of Mighty Power denn wirklich so drauf hat. Und was er uns gibt, wenn wir den besiegen. Und dann werde ich, glaube ich, ein paar Pads öffnen, weil ich glaube, ich kann 3 tragen. Und dann schauen wir mal, ob ich noch weiter rebirth und ob sich das lohnt. Oh, hier, er hat nur 100.000. Den können wir jetzt schon klatschen, oder? Komm her, Big Mouse Flower King. Ich sollte dich besiegen können, ohne Probleme. Und klatsch. Wir haben 10 solche bunten Schwerter bekommen. Was wir jetzt genau damit machen, weiß ich nicht. Ich glaube, die können wir hier im Boss Store benutzen. Ich schau mal gerade. Nee, irgendwie können wir hier gar nichts benutzen. Hä? Was mache ich denn damit? Okay, dann hauen wir den King of Mighty Power jetzt doch was auf die Mütze. Oh, das dauert ein bisschen, aber den prügeln wir jetzt hier auf jeden Fall runter. Ohne Probleme. Wir können auch, glaube ich, Autotrain einfach benutzen. Ja, easy, brauche ich nicht mal klicken. Nicht mal Autoklicker, das finde ich schon wieder gut. Also der Simulator hier ist komplett neu, aber der scheint auch noch buggy zu sein. Falls ihr aber mehr von diesem Simulator sehen wollt, dann smasht jetzt den Like-Button. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr den Simulator an sich feiert, auch wenn der Name ein bisschen irreführend ist. Und hinterlasst mir auch gerne ein kostenloses Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. King of Mighty Power, deine Tage sind gezählt. Wie viele von diesen Schwertern bekommen wir von dir? Und es sind 150. Ja gut, aber ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich damit mache. Das muss ich gleich erstmal rausfinden. Diamanten haben wir zum Beispiel nicht bekommen. Was kriegen wir denn von diesen Soldaten hier? Wir haben jetzt 2,7 Stärke. Dann kriegen wir den hier zum Beispiel locker besiegen.
Und mal gucken, wie viele Diamanten... The Sword of Void. Nice. Das nehmen wir auf jeden Fall. Das gibt einen Multiplikator von 2,6. Das finde ich schon mal gut. Und da gab 32.000 Diamanten. Für das beste Ei brauchen wir nur 7,5. Jetzt ist die Frage, 32.000 ist ganz schön wenig, wenn ich 10 Millionen brauche für die nächste Welt. Wir werden jetzt erstmal ein Ei öffnen. Das ist doch schon mal was wert. So, Ei öffnen und wie immer ziehe ich... Oh, das scheint nicht das Schlechteste zu sein. Das scheint nicht... Es ist das Schlechteste. Ich ziehe einfach immer das Schlechteste. Es ist der Fluch auf diesem Kanal. Lol, ich habe gerade rausgefunden, man kann ja noch sein Klicken erweitern. Das wusste ich gar nicht. Hä, aber ich kann das nicht equippen. Equipped, use. Doch, jetzt habe ich es equipped. Und jetzt passt mal auf, ich habe jetzt den Auto-Trainer an. Und wenn ich jetzt noch zusätzlich klicke, boah, ich bin mir nicht sicher, ob das soll. Aber schaut mal, wie schnell das jetzt geht. Holy moly, und ich kann schon den nächsten nehmen. Das macht er nicht automatisch. Ja, gut zu wissen, das hilft natürlich ungemein. Jetzt sind wir schon bei 4 Millionen. Ja gut, jetzt ziehen wir davon. Jetzt ist gar kein Problem mehr. 13 Millionen Stärke. Jetzt hauen wir noch die Fallen Evil Soul hier komplett aus dem Leben. Aber warum? Oha, wir machen ihm richtig wenig Schaden nur. Okay, das dauert ganz schön lang. Holy moly, warum hält denn der so viel aus? Der hat doch nur 10 Millionen Leben. Wir machen 14 Millionen Schaden. Hä? Völlig egal. Ich werde dich jetzt mit dem Autoklicker umhauen und dabei sogar noch trainieren. Und weg mit dir. Boah. Und bäm, da haben wir ihn. Oh, wir haben 1,5k von diesen Eiern bekommen. Mit diesen Eiern kann man tatsächlich hier im Shop was kaufen. Mit den Schwertern weiß ich immer noch nicht, was geht, aber mit den Eiern geht hier was. 1,5k können wir uns ein Magic Dragon Scales kaufen. Mal 36 kostet 400 Millionen. Okay, das ist ein bisschen was. Was haben wir denn hier noch so im Shop? 2,2k. Boah, ist alles halt viel zu teuer. Davon kann ich mir genau nichts leisten. Mit 1,5k kann ich mir... nur das hier kauft für 300. Ja, dann machen wir das doch einfach. Besser als nichts, würde ich sagen. Wo kann ich das ausrüsten? Hier. Equip Best. Bam. So, jetzt haben wir nochmal mal 1,3. Ist jetzt nicht besonders viel mehr, aber das hilft schon. Und jetzt geht's eigentlich schon, ne? Also wir haben 24 Millionen. Den hier sollten wir jetzt schon locker besiegen eigentlich. Aber ich kann ihn nicht... Ah doch, jetzt kann ich ihn bekämpfen. Den sollten wir jetzt locker probieren können, wollte ich sagen. Und damit kriegen wir auch nochmal ein neues Schwert. Das Sword of Darkness. Okay, das sieht schon mal ziemlich fancy aus. Hat 2,9, ist also ein bisschen besser. Für den hier brauchen wir 93 Millionen. Das ist wieder eine ganz andere Hausnummer. 93 Millionen ist viel, aber wir können jetzt hier das Gitter kaputt schlagen und ihn da befreien. Oder? Oh, ja, doch, das geht. Das dauert aber ganz schön lange. Jetzt ist die Frage, stelle ich mich hier hin und mache es oder warte ich noch? Ah, wir ziehen durch. Oh, ein neues Haustier ist da. Ist es gut? Es gibt uns, oh ja, einen Multiplikator von 500. Also wenn man hier einfach ein bisschen spielt, klappt das schon. Und hier in 40 Minuten bekomme ich auch noch den mal 1000 Lightning Bear. Da bin ich sehr gespannt. Der klang ein bisschen so, als wäre der aus Palworld und nicht aus Solo-Leveling. Also ganz ehrlich, der Simulator hier ist echt cool und der ist mal was Neues. Der mixt sehr viele Features aus einem klassischen Simulator und aus einem Clicker-Simulator und so weiter. Das finde ich gut. Aber Solo-Leveling sehe ich hier gar nicht. Warum nennt man den so? Und bam, wir haben ihn. Den Sergeant. Ich habe keine Ahnung, was der ist. Ich habe keine Ahnung, was der kann. Ist der stark? Yo, plus 1000. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Können wir sogar zwei mitnehmen? Yo, wir können sogar zwei mitnehmen. Damit machen wir 28.000 pro Klick. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Und in 23 Minuten kriege ich hier sogar einen mal 5k Bonus. Ich weiß nicht, ob dann alles mal 5 gerechnet wird, also mal 5.000. Ich bin sehr gespannt. Ich könnte jetzt wieder rebursten, aber eigentlich möchte ich nicht. Wir sind jetzt so kurz vor 93 Millionen, also vor 50 Millionen. Aber das soll auf jeden Fall... Nee, Rebirth sehe ich jetzt nicht. Das mache ich erst, wenn ich in der dritten Welt bin und das OP-Pad bekomme. Aber... ich werde, glaube ich, den hier nochmal farmen. Ich weiß es nicht. Lohnt sich das? Ich meine, das Schwert habe ich ja schon, ne? Man bekommt immer das Schwert von dem, den man besiegt. Das macht überhaupt keinen Sinn, oder? Nee, ich trainiere einfach rein. Ich habe gerade aus Langeweile Big Mouse Flower King nochmal umgehauen und der droppt tatsächlich auch Tränke. Ich habe einen 30 Minuten Stärke- bzw. Training-Trank gerade gekriegt und damit boosten wir uns jetzt richtig hoch. Jetzt mal ohne Flachs. Bis auf den Namen gefällt mir dieser Simulator richtig gut. Und deshalb hauen wir jetzt den Typen hier mit 105 Millionen Energie kaputt. Also mein Autoklicker ist noch an. Der sollte das jetzt hier klären. Und bam, damit kriegen wir Sword of the King. Das
Königsschwert tatsächlich mit 3,5. Oh, das ist deutlich besser. Das ist sogar sehr deutlich besser. Jetzt muss ich noch 10 Millionen Wins zusammenfarmen. Also, na, zweimal sind 1 Million. Das heißt, ich muss ihn 20 Mal kaputt machen. Ja gut, dann, Autofight. Ich gehe mir irgendwie einen Kaffee holen oder so. 12 Millionen Siege sind da. Wir gehen in die dritte Welt. Und hier können wir jetzt das Free OP Pet claimen. Hier gibt es auch ein fettes Devil's Double Blade. Okay, sehr cool. Das müssen wir erstmal. Aha, okay, Robux brauchen wir also nicht. Und hier gibt es auch noch ein Pet, auch für Robux. 10 Millionen für den Giant Stone oder das Giant Stone Monster. Hier gibt es noch den Lava Titan und da hinten ist es der Evil Pastor, also der böse Pastor. Okay, da muss ich aber auch, diese Namen sind halt schon wild. Aber wir brauchen erstmal das Free OP Pet. Congratulations on obtaining a powerful pet. Gib uns das. Nice. Mal 5000. Equip best. Oh, das ist richtig stark. Mal 500, mal 1,5k, mal 5k. Und ich mache jetzt 200k pro Klick. Jetzt macht es fast schon Sinn, auch mal wieder zu rebursten, würde ich sagen. Was gibt es hier noch? Hier können wir noch einen retten mit 5 Billionen Lebenspunkten. Das Tor. Hier gibt es neue Pets. Na, dann ziehen wir nochmal schnell eins, bevor wir jetzt den Rebirth machen. Vielleicht haben wir ja Glück. Natürlich nicht. Den Whispering Warden. Wir gucken mal, was der beste. Warte mal, hier steht's ja. Mal 1k. Also jetzt mal ohne Flachs. Ich müsste 14%ige Chance, dann könnte ich mal 700. Ja doch, da könnte ich mal 200 noch rausholen. Das mache ich auf jeden Fall. Also ich brauche einmal das Epic. Das lohnt sich. Und dann müsste man hier trainieren. Yo, das passt schon so. Und dann müsste ich auch rebursten. Vorher nicht, aber ich kann auch schon ordentlich rebursten. Also 5k kostet das nächste Rebirth und 11 Millionen habe ich. Gut, dann ziehe ich jetzt erstmal, bis ich das Pet habe und mache das Ganze. Das ging schnell, das war einfach der vierte Zug und ich hatte schon das Epic. Immer wenn ich nicht aufnehme, klappt es auf jeden Fall. Nice. Und jetzt machen wir die Rebirth. Einfach rein, so schnell und so viel es geht. Okay, wir können ganz schön häufig rebursten, merke ich gerade. Wir sind... Okay, ich klick mal weiter. Ich mache mir jetzt den Autoklicker zum Rebursten an. Das habe ich auch noch nie gemacht. Level 175. Wir machen jetzt pro Klick einfach 1 Million. Alter, wir sind halt einfach mega stark jetzt. Ich würde sagen, wenn ihr mehr von diesem Simulator sehen wollt, dann smasht jetzt den Like-Button. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon Solo-Leveling geschaut habt. Und hinterlasst mir auch ein kostenloses Abo. Da würde ich mich sehr freuen. Und der Top-Kommentar des Tages geht heute an Theo077. Der hat nämlich geschrieben, sehr, sehr cooles Video, mach weiter so. Und das war in Bezug auf das Bladeball-Video. Vielen lieben Dank für die lieben Worte, Theo. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.